System wurde aktiviert. Rucksack ist hier, dann wollen wir mal aufrüsten. Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator Classics, die Danny Spitters. Und zwar fahren wir heute das neueste Szenario aus dem Hause Fair System Sound Design. Und eine Regionalbahn. Von Mannheim nach Karlsruhe und wenn die natürlich die Zugsicherungssysteme einschalten. So, dann können wir den Fahrtrichtungswender nach vorne verlegen. So, Handy liegt hier. Zug ist jetzt aufgerüstet. Bremsprobe durchgeführt. Dann kann ich mich jetzt abfahrbereit melden. Das ist unser Zug, eine Baureihe 4520, TSG Pro. Und wie ihr es gewohnt seid, aus dem Hause Fair System. Mannheim, hallo. Amen, von 120 nach Les 8 für den 38855. Von 120, 38, 855. Jawohl, geht gleich los. Und sobald weiß ist, bitte zügig rangieren. Ich habe viel Verkehr hier. Alles klar, ich danke dir. Und wenn der Zwerg weiß ist, mache ich mich dann sofort auf den Weg. Jo, tschau. Wir haben heute einiges an Stationen. Holen, natürlich fahren wir jetzt gleich zum Mannheimer Bahnsteig, dann Mannheim-Neckarau, Mannheimer Rheinau, Schwetzingen, Oftersheim, Hockenheim, Neudusheim, Barkhäusel, Wiesenthal, Graben-Neudorf, Friedrichstadt-Mitte, Blankenloch, Karlsruhe, Hagsfeld und schließlich Karlsruhe Hauptbahnhof. Und da werden wir um 17.43 Uhr eintreffen, wenn alles gut geht. So, und sobald der Zweck da vor uns hier weiß ist, werden wir uns auf den Weg machen, Richtung Bahnhof. Doch, auf geht's. Na komm. Ach, toll. Dann kann es natürlich nicht losgehen. Jetzt aber. Fehler von mir, sorry. Hauptschalter sollte man schon einschalten. So, können uns befreien, wunderbar. So, öffnen wir hier die Türen. Dann sind wir wenigstens noch einigermaßen pünktlich. So, nächste Station. Mannheim-Neckarau. So, dann alles ist ausgeschaltet. Dann kann ich jetzt den Führerstand wechseln. Genau, wir werden nämlich jetzt den Führerstand wechseln. Das heißt, hier eins, alles aus soweit. So.
So. So, da wären wir. So. Eigentlich müssen wir jetzt abfahrbereit sein. Ja. So, allerlei los hier am Karlsruhe, am Mannheimer Bauchbahnhof. Wunderschöner Wintertag. Ihre Zugvorbereitungsmeldung wird jetzt bearbeitet. So, der erste IC hat Ausfahrt. Wunderbar. Wie gesagt, das Szenario stammt aus dem Hause First Systems Sound Design und nennt sich Regionalbahn 2 als 38855 Karlsruher Hauptbahnhof TSG BR 425 Pro. Winter und Nebel habe ich hier. Es gibt das einmal als Sommer und Nebel und einmal als Winter und Nebel. Und ich fand dies, da wir ja auf den Winter zugehen, fand ich jetzt in Winterversion ganz passend. Da hinten fährt noch ein wunderschöner Güterzug. So, wir haben Ausfahrt. So, auf geht's. So, 50 fürs Erste. Auch gleich schon den Neckar auf. Wunderschön. So, das sollten wir einigermaßen pünktlich schaffen.
Station Mannheim-Neckarau. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Kommt da schon der Gegenzug gegen? Neblig und Winter. Eine wunderbare Kombination. So, da wären wir. In meinem Neckarau. Wunderbar. Besonders viel ist jetzt hier auch nicht los. An diesem Nachmittag. So, auf geht's. Schneller als 140 darf der nicht, habe ich schon mal gemerkt. Aber sollten es eigentlich trotzdem pünktlich schaffen. In Mannheim Rheinau zu sein. Aber da steht noch eine alte Diesellok. Die wartet auf Einsätze. So, im Moment sind wir hier ziemlich allein, aber ich denke, das wird sich noch ändern. Im Laufe der Zeit. Nächste Station, Mannheim, Rheinau. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, damit hätten wir die nächste Station dann auch einigermaßen pünktlich erreicht. So wie es sein soll. Vermutlich fahre ich jetzt auch etwas langsam an den Bahnsteig heran, aber besser als darüber hinaus zu sausen. Das ist nämlich auch ziemlich schnell passiert.
So, öffne die Türen. Dann schauen wir mal, ob ich wirklich jetzt das einigermaßen getroffen habe. Ach ja. Schlecht ist es doch gar nicht. So schlecht ist es doch gar nicht. Können genug Leute einsteigen. Die hätte auch noch öffnen. Die Tür sich eigentlich auch noch öffnen können hier. Ist doch mitten auf dem Bahnsteig. Da vorne verstehe ich, okay, aber hier vorne? Hier? Naja, muss man nichts zu sagen. So, steht hier noch so rum. Ein Kohlezug. Auch nicht schlecht. Ein alte 294-780-2. So, nächste Station, Schwetzingen. Ach, was ist das denn, die Leute? Sorry, das war keine Absicht. So, Schwetzingen sind es dann auch nicht allzu weit weg. Wenn ihr dieses Szenario haben wollt, geht nach Fair System Sound Design. Dort werdet ihr es finden. Geht dann, loggt euch ein, geht dann auf Neu im Shop und dann wird es euch als erstes angezeigt. Hey, wir haben Licht. Endlich. Das Schickes. Ein Güterzug. Ich finde diese Parallelfahrten, die finde ich auch wunderschön. So, Oftersheim ist dann auch nicht weit weg, wie ihr seht. So.
schauen uns hier mal ein bisschen um. Was ist das denn? Sieht aus wie ein... Ja, ist eine Fabrik. Ich wollte erst was anderes sagen. Aber ist eine Fabrik. So, auf geht's. Auf das Heim. So, der Güterzug hat mittlerweile angehalten. Wahrscheinlich rotes Signal. Wahrscheinlich wartet der auf uns. Könnt ihr mir jetzt gut vorstellen. Nächste Station. Mein Gott. Auf das Heim. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Oder waren das 45er? Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es besser wisst. Ich meine, es waren 82er. 85er. So, das wäre Oftersheim. Auch pünktlich. Sehr, sehr schön. Ach. So. Dürfte ja bis jetzt eigentlich nur Eckchen haben. Ja, wer sagt's denn? Da kommt jetzt noch Hockenheim. Was ist das? Neulusheim. Barkhäusel. Wiesenthal, Grabenneudorf und so weiter. Jetzt kommt auf jeden Fall erstmal Hockenheim. Auf geht's. Wunderschön. Der auf uns wartet. Wie gesagt, schneller als 140 darf der nicht. Macht er zicken. Das habe ich beim Anspielen schon gemerkt. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber es ist so. So, dann werden wir auch gleich in Hockenheim.
in Fahrtrichtung rechts. So, das haben wir auch pünktlich schaffen. Vermutlich fahre ich für Kenner jetzt zu langsam an die Bahnsteige ran mit der S-Bahn hier oder mit der Regionalbahn. Aber wie gesagt, ich bin da ein bisschen konservativer und fahre da ein bisschen langsamer ran, damit ich nicht per Weiß über den Bahnsteig schieße und dann ist nämlich das ganze Szenario im Arsch. So, auch das hätten wir geschafft. Auch ein sehr schöner Bahnhof hier. Mit diesem Aufgang hier, Treppenaufgang, also läuft dann da hoch, geht dann da über, läuft hier wieder runter, wenn man den Bahnsteig wechseln will. Auch nicht schlecht, also sehr, sehr schön gemacht. Wenn das wirklich so ist im Hockenheim, dann sagt mir Bescheid, wenn ihr da aus der Nähe kommt oder da wohnt. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wenn es wirklich so aussieht. In Hockenheim. So, geht's. Nächste Station, Neulusheim. Auf geht's. So, dann können wir jetzt eigentlich auch gleich schon wieder Ableistung wegnehmen bzw. bremsen. Mal so ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Nächste Station, Neulusheim. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Oh, Fernverkehr, ICE1, traumhaft. Endlich mal. Auch ein sehr langer Bahnsteig. So, das wäre Neulusheim. Was ist der Ausgang? Da kann man den Bahnsteig wechseln wahrscheinlich. Oder ist hier der Ausgang? Ja, hier ist der Ausgang. Ah ja. Fahrräder kann man hier abstellen. So, so. Dann gibt es hier. Wohin auch immer. Was sind das hier für Häuser? Oder für Türen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Dann ist da hinten der Ausgang.
Tja, ist zu spät. So, nächste Station, Waghäusel. Da kommt schon Wiesental, Kramneudorf, Friedrichsthal, Blankenloch und Karlsruhe. Güterzug. Bagatz. Wenn man versehentlich zwei Tasten trifft, dann kann das schon mal vorkommen, dass der Schallmischer angeht. Ich ihn aber nicht anhaben will. Das heißt, wir machen. Zack. So, haben wir das auch erledigt. Ja. So. 1, 2, 3, 4. 5, 6 Stationen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Im Moment liegen wir noch gut in der Zeit. Ich hoffe, das bleibt so. Teil ist dann auch nicht so weit weg.
Bin ja froh sein, dass es nicht schneit, weil dann wäre das Fahren noch anstrengender. Aber so geht's eigentlich. Habt ihr das gesehen da rechts? Station, Werbung von Festsystem Sounddesign. Ausstieg wunderbar. In Fahrtrichtung rechts. Wiesental. Gibt's jetzt auch nicht viel zu sagen und viel zu sehen. Ist einfach halt ein Bahnhof. Ein paar Wohnhäuser und dann war's das. Mehr gibt es jetzt auch nicht viel zu sagen. Aber hier haben wir ein bisschen mehr Aufenthalt als an den anderen Stationen. Also ich denke mal, dass wir hier jetzt gleich, ja, also 2015, 21 wird es vielleicht wieder abfahren. Oder nee, es wird nicht 21. Nächste Station, Graben-Neudorf. Deswegen. Trotzdem noch 100. Bald das Glatteis führen lassen hier. Jetzt. So, ich hoffe, das schaffen wir dann auch pünktlich, knapp. Im Moment haben wir genau die Zeit, wo wir auch da sein sollen. Ich würde für meine Begriffe ruhig noch ein bisschen nach unten gehen. Das wird verdammt knapp, ey. Naja, das nimmt die richtige Richtung.
Übergang zum Regionalverkehr. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Schaut so gerade noch hin. Hoffe ich. Boah, aber so gerade noch. Leck mich am Arsch. Sorry, aber das war haarscharf. Puh. Der ist schon wieder ein bisschen größer. Der Bahnhof. Nächste Station, Friedrichsthal, Mitte. Frag mich bitte nicht, warum dieser Zug nur 140 darf. Vielleicht weiß das jemand von euch, ich weiß es nicht. Fakt ist, sobald ich im Monat 140 überschreite, fängt er an zu zicken. Und es ist dann auch keine Leistung mehr aufzuschalten, bis er stehen geblieben ist. Deshalb lasse ich das einfach. So, und dann noch drei Stationen, beziehungsweise jetzt mit der zwei Stationen, dann sind wir schon in Karlsruhe. In Form von Karlsruhe. Was war das jetzt? Haxfeld und Karlsruhe Hauptbahnhof, so war es genau.
So, lieber am Anfang ein bisschen stärker bremsen. Dann ein bisschen loslassen und dann zum Bahnsteig hin nochmal draufhauen. Hätte ich fast gesagt. So ungefähr passt das dann. Nicht immer, aber in der Regel schon. So, damit hätten wir auch Friedrichsthal erreicht. Pünktlich. Kommt jetzt noch Blankenloch, Karlsruhe-Haxfeld und Karlsruhe Hauptbahnhof, den wir um 17.43 Uhr erreichen sollen. Also in gut Viertelstunde. Und da liegen nur 4 Minuten zwischen. Da liegen gut fast 10 Minuten zwischen. So. Sind jetzt auch eine gute halbe Stunde am Fahren. Beziehungsweise das ganze Video läuft schon eine gute halbe Stunde. Mit Vorbereitung, mit an dem Bahnsteig fahren und so weiter und so weiter. Geht also auch. Okay. So, nächste Station. Blankenloch. Langsam wird es doch dämmerig. Dämmerig, hätte ich fast gesagt, oder? Dunkel. Wir haben ja auch schon 5:30 im Winter, dann kann das schon mal sein. Und dann wundert mich eh, dass das so lange hell bleibt. Also normalerweise ist es doch im Winter und die Zeit schon längst düster. 5:30. Also definitiv. Name Blankenloch, ne? Naja. Entschuldigung. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber ja. Blankenloch. Muss man nicht viel zu sagen, ne? Da kommt man unweigerlich auf ganz andere Gedanken. So, Blankenloch. RB2 Karlsruhe Hauptbahnhof. Einsteigen bitte. Zug nach Karlsruhe. Einsteigen bitte.
zurückbleiben, bitte. So, nächste Station ist dann schon Karlsruhe-Hagsfeld. So, Karlsruhe. Nächste Station, Karlsruhe-Hagsfeld. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Sollten wir auch pünktlich schaffen. So, zum vorletzten Mal gehen die Türen auf. Wollen wir uns dann auf den Weg nach Karlsruhe Hauptbahnhof machen? Vielleicht kann man ja schon irgendwas sehen, aber nee, ist dann doch zu weit weg. Außerdem ist es neblig. Das sieht man ja dann eh nicht so gut. Aber speichern tun wir mal. Ich glaube, das ist angebracht. So. So, nächste und letzte Station, Karlsruher Hauptbahnhof. Darf der eh nicht fahren? Daher passt das.
wieder einen Fernzug entgegen. Gleich 60 vor Ankündigung. Aufpassen hier, jetzt geht es nochmal bergab. IC1, auch mal schön. Nächste Station, Karlsruhe Hauptbahnhof. Die von PTP im Einklang. Das hat ja geklappt. Zum Regional- und Fernverkehr. Unser Zug endet dort. Reisende bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns für Ihre Reise mit der Deutschen Bahn und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Für Ihre Anschlüsse achten Sie bitte auch auf die Aushänge- und Lautsprecheransagen auf dem Bahnsteig. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte achten Sie beim Aussteigen darauf, keine persönlichen Gegenstände liegen zu lassen. Ja, ein rundum sehr schönes Szenario, muss ich sagen. Aus dem Hause Fair System Sound Design. So, wir sollen da halten, wo der Pfeil ist. Dann tun wir das auch. So, öffne die Türen und dann war's das. Verehrte Fahrgäste, wir haben unseren End- und Zielbahnhof Karlsruher Hauptbahnhof erreicht. Dieser Zug endet hier und fährt zurück nach Mannheim Hauptbahnhof. Ich wiederhole, wir haben den End- und Zielbahnhof erreicht. Dieser Zug endet hier und fährt zurück nach Mannheim Hauptbahnhof. Ja, ihr habt's gehört, aber das ist dann nicht mal unser Job. Wir haben unseren Job erledigt und den Zug heile nach Karlsruhe gebracht, ohne nennenswerte Verspätung, möchte ich sagen. So, geschafft. Erstmal ein Käffchen trinken und dann geht's weiter. Ja, ich würde sagen, den hat er sich verdient. Den haben wir uns verdient. Das ganze Video hat gedauert bis jetzt 45 Minuten, also
mit Vorbereitung, mit an den Bahnsteig fahren und, und. Also ich finde, eine Dreiviertelstunde kann man dafür wohl veropfern. Ein sehr, sehr schönes Szenario gibt es, wie gesagt, bei Fair Systems Sound Design. Brandneu dort zu erwerben. Und wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Ihr hört mich dann in einem nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer The Danny Spieltas. Macht's gut. Und ich warte jetzt eigentlich auf das Ende des Szenarios. Das es aber hier irgendwie nicht gibt. Oder? Ich jetzt blöde. Gut gemacht. Ah doch. Zielort erreicht. Szenario abgeschlossen. Ja, wunderbar. Dachte schon, ich hätte wieder einen Fehler gemacht. Aber wir haben alles soweit erledigt. 14 von 14 Ziele abgeschlossen. Hier seht ihr es nochmal. RB2 als 38855 Karlsruhe Hauptbahnhof TSG BR425 Frankfurt Highspeed. Ja gut, das kann man noch verkraften, glaube ich. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Euer Danny Spieltas. Bis in einem nächsten Video. Bis dahin. Ciao, Servus und Tschüss. Macht's gut.